Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 26. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont auf und bestimmt die Tagesbeginn naturgemäß. Beginnt den Tag mit Sonnenaufgang. Jungfrau bedeutet, etwas in Ordnung zu bringen, für Ordnung schaffen, etwas klären, vielleicht mal kritisch sein, anderen gegenüber oder mit uns selbst gegenüber. Und Jungfrau hat auch eine heilende Kraft. Das ist die Monatsthema, weil Sonne bleibt ein Monat lang in diesem Zeichen. In der Nähe befindet sich Mars und Venus. Sie treffen sich und das ist eine ganz starke Liebesenergie. Und hier in Jungfrau bedeutet die Beziehung in Ordnung bringen, etwas bereinigen und klären, mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Immerhin, das Zeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement. Mars und Venus bekommt einen schönen Einfluss von Mond und das ist sehr gefühlsvoll und das spüren wir im heutigen Tag. Und Mars-Venus bekommt einen guten Einfluss auch von Uranus. Und Uranus sorgt für Veränderungen und Überraschungen. Mars bewegt sich in seiner Umlaufbahn in weitesten Punkt aus der Sonne aus gesehen. Und das bedeutet, es verlangsamt sich etwas. Also wenn wir unsere Kraft einsetzen für etwas, können wir damit rechnen, dass langsam vorangeht oder dass wir uns kraftlos, müde, erschöpft fühlen. Mars ist eine männliche Energie, also beschreibt ein bestimmter Mann oder die Männer. Und mit dieser Entfernung von der Sonne bedeutet, die wollen momentan nichts klären oder sie wollen etwas nicht anschauen und wahrnehmen. Und das sollen wir, besonders wir Frauen, so annehmen, so akzeptieren. Immerhin haben wir auch andere Einflüsse. Das ist dieser schöne Mond- und Uranus-Einfluss. Also wir können die Gefühle, diese Liebe auch mal genießen. Jupiter und ein rückläufiger Saturn steht auch in einer Verbindung und das bedeutet eine gegenseitige Unterstützung. Jupiter bringt Glück, eine optimistische Haltung, Chancen und Möglichkeiten. Jupiter vertritt aber auch die Gerechtigkeit und auch rechtliche Themen. Dieser Saturn-Einfluss ist eine großartige Unterstützung, weil das sorgt dafür, dass diese rechtliche Lage in Ordnung gebracht wird. Aber es kommt dazu ein Einfluss von einem rückläufigen Neptun. Und das nennt man ein Quadrataspekt und das ist eine große Herausforderung. Neptun und Jupiter ist schon in Verbindung, schon im Orbisbereich. Und das kann jetzt schon eintreffen. Das sind Lügen, Intrigen oder sogar Betrug. Neptun steht manchmal in Verbindung zum Alkohol, Drogen. Diese Thematik kann auch treffen und das Unangenehme. Mond bildet sich auch ein Quadrataspekt heute. Ein Quadrat zum einen rückläufigen Chiron. Und Chiron zeigt, wo weh tut. Und diese Rückläufigkeit hat mit unserem Vergangenheit was zu tun und da brauchen wir Heilung. Und wenn diese Erinnerungen kommen,
dann sollen wir uns da nicht aufhalten, sondern lieber den Tag genießen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.